Morgen, Carlos. Guten Morgen, Dustin. Wie geht's dir? Wunderbar, wunderbar. Ich habe die Ehre, heute Christoph hier zu vertreten. Genau. Willkommen zum Market Roundup. Wir mit einem Blick auf die Woche, mit auf die Themen, die diese Woche anstehen, die Themen, die letzte Woche präsent waren. Ich gehe schon mal direkt auf die Übersicht, denn wir haben tatsächlich einiges, was los war in der letzten Woche. Wir hatten eine prall gefüllte Woche, kann man sagen. Wir hatten Zinsentscheide in Japan, in den USA. Wir hatten ja auch die EZB im Fokus, Großbritannien war im Fokus. Also Zinsen waren ein Thema und das haben wir auch in den Anleihenrenditen gesehen. Wir werfen da gleich nochmal einen Blick drauf. Also Anleihenrenditen sind deutlich gefallen und das war auch so mit der größte Grund für das Kursfeuerwerk, was wir gesehen haben an den Aktienmärkten. Big Tech ist quasi durch, also die großen Tech-Unternehmen haben ihre Ergebnisse abgeliefert, größtenteils mit guten Zahlen und größtenteils auch ja, wieder mit soliden Ergebnissen, haben den Markt nach oben gezogen. Ja, und wir werfen mal einen Blick auf Siemens Energy. Das Auf und Ab dort scheint ja nicht so richtig aufzuhören, war letzte Woche aber somit der größte Gewinner an den Märkten, zumindest in Deutschland, über 30% im Plus. Wir werfen mal einen Blick drauf. Wir starten aber wie immer mit einem kurzen... Bevor das denn, Freitag Arbeitsmarktzahlen. Die kommen natürlich auch noch. Kommen auch noch, okay. Natürlich aus der Trainerbrille war wir ja Freitag auf Demo treten müssen. Okay. Wir werfen, wie gesagt, mal den Blick auf unsere Indizes und ja, ich mache ja mal gerne hier den Chart auf. Ihr wisst das, das ist jetzt hier einmal der DAX-Chart auf Tagessicht und ich ziehe ja immer gerne hier diese blaue Linie immer weiter bis zur letzten Woche. Wir hatten ja letzte Woche keinen Roundup quasi in dieser Form, sondern jetzt diese Woche wieder durch Feiertage, kann man so sagen. Aber wenn wir hier sehen, der Montag, da ging es letzte Woche los und es ging ja mit positiven Zahlen los. Ich habe es angesprochen, wir hatten insbesondere positive Nachrichten aus den USA, positive Nachrichten, aber auch aus Deutschland. Nicht in der Richtung gesehen, dass wir ja ein negatives Wirtschaftswachstum hatten. Das war leider hier mit 0,1% rückläufig, aber wir haben halt gesehen, dass die Zinsen potenziell wieder fallen. Und deswegen wechsle ich auch einmal direkt rüber in unseren Zinschart. Bevor du Zinscharts machst, meine Damen und Herren, guck dir mal den Chart an. Da sind ganz schön viel Schweizer Käse da drin. Entschuldigung, die Schweizer sind Löcher da drin. Da sind viele Gaps, die offen sind, die noch gekittet werden müssen. Genau. Ja, das ist sehr, sehr interessant. Viel passiert quasi auch außerhalb des klassischen Tagesgeschehens, kann man so sagen. Und wir sehen es ganz gut hier mit einem Blick. Das hier ist jetzt der US-Chart quasi einmal, also die US-Staatsanleihen. Wir sehen sie hier für 10 Jahre, also die 10 Jahre Renditen auf den US-Staatsanleihen. Und wir sehen, wie sie deutlich zurückgekommen sind im Top von ungefähr knapp 5% die Woche runtergelaufen, auf knapp 4,6%. Und da sieht man schon, dass das eine sehr extreme Bewegung ist. Natürlich sind die Anleihenmärkte schon die ganze Zeit sehr volatil. Aber wir sehen das schon, dass das ein deutlicher Rückgang hier ist. Und dieser deutliche Rückgang ist halt darauf zurückzuführen, dass man gesagt hat, hey, wir heben die Zinsen nicht weiter an. Wir sprechen ja immer wieder vom Zinsgipfel hier. Und jetzt war wirklich die Aussage, wir heben die Zinsen aktuell wirklich nicht weiter an und wir geben auch keine Prognose auf weitere Zinserhöhungen. Das heißt nicht, dass nicht nochmal welche kommen könnten, aber es heißt ganz deutlich, dass wir erstmal nicht im Fokus sind, dass wir noch stark steigende Zinsen vor uns haben. Und das hat man sowohl bei den 10-Jährigen gesehen als auch hier bei den 2-Jährigen. Ich bin jetzt hier in den USA gewesen, aber tatsächlich war es in Deutschland ein sehr, sehr ähnliches Bild. Wir sehen es, wenn wir hier einmal rüberschwenken, auf die 10-Jährigen Anleihen. Auch die sind deutlich rückläufig gewesen. Und zudem wurde das Ganze natürlich befeuert von den Arbeitsmarktzahlen, die am Freitag rausgekommen sind. Denn die waren so gesehen mal schlechter als erwartet, aber dazu kommen wir gleich nochmal in der Grafik. Wie viel Zins-Fettsitzung haben wir denn noch in diesem alten Jahr? Ist es noch, weißt du das? Wir hatten jetzt quasi den großen Zinsentscheid jetzt im November und wir gucken gleich nochmal auf den Chart, wie die Prognosen sind der Fettsitzung. Da gibt es jetzt diesen schönen neuen Chart, der immer herausgegeben wird, wo die einzelnen Mitglieder befragt werden, was sie denn denken, wo die Zinsen landen könnten. Weil dieses Jahr ist ja nicht mehr so viel Zeit. Wenn man jetzt dieses Wording sagt, dieses Jahr wird keine Zinserhöhung sein, könnte ja beim Januar dann gleich sein, also in 3 Monaten. Es kann immer alles passieren. Wir hatten ja, wie gesagt, schon mal den Zinsgipfel, der potenziell
ein paar Mal dieses Jahr schon vorausstand. Und wir hatten es ja, ich glaube, das erste Mal darüber gesprochen im Sommer, dass es hieß, okay, ist der Zinsgipfel erreicht. Jetzt haben wir erstmal wieder die erste Zinspause gehabt. Und da sieht man ganz deutlich, ja, dass sich natürlich alles wieder ändern kann. Und deswegen waren auch die Arbeitsmarktzahlen eigentlich so brisant oder wichtig noch hinzu, weil man da zum ersten Mal jetzt gesehen hat, dass diese fiskalen Maßnahmen, die man trifft, auch wirklich auf die reale Wirtschaft überschlagen. Das sieht man nicht nur in den Zahlen, die die einzelnen Unternehmen gelegt haben. Also man sieht nicht nur, dass die Wirtschaft sich rein in Zahlen der Unternehmen verschlechtert, sondern man sieht es halt auch in der Form, dass ja die Arbeitslosenquoten wieder leicht steigen. Wir sehen es in der Form, dass in Deutschland die Wirtschaft generell jetzt in negatives Wachstum gerutscht ist. Und das sind alles Indikatoren, die halt darauf hindeuten, dass man sagt, hey, wir müssen ein bisschen aufpassen, was jetzt so die realen Maßnahmen betreffen. Denn die kommen ja immer ein bisschen zeitverzögert. Also die brauchen meistens so 3 bis 6 Monate, um wirklich zu wirken. Und wir sehen es, die Inflation geht zurück. Wir sehen diese Ausbremsung der Wirtschaft quasi gerade und muss, also so ein bisschen die Frage, okay, kommt jetzt die Rezession oder nicht? Warum die Aktienmärkte wieder steigen, ist ganz klar der Faktor und das sehen wir, wie gesagt, ja, auf allen Märkten. Auch wenn wir auf den Nasdaq gucken, der ist letzte Woche um 6% gestiegen, die sagen sich halt ganz klar, okay, wir gucken hinter diese Zeit, wir gucken weiterhin und wir gucken dorthin, wo die Zinsen potenziell in den nächsten ja, 1-2 Jahren stehen werden, weil das ist der Aktienmarkt, dort wird die Zukunft gehandelt und dort sieht man halt ganz gut, dass man jetzt sich wünscht, dass die Zinsen nicht mehr weiter steigen oder auch denkt, dass die Zinsen nicht mehr weiter steigen und damit auch dieses ja, positive Momentum am Markt wieder hervortritt, insbesondere weil die Zahlen halt dann doch relativ solide waren, insbesondere bei den großen Playern und man hofft noch auf dieses ja ein bisschen softere Landing, also ein bisschen, dass die Wirtschaft nicht ganz ausgebremst wird. Und wie gesagt, das haben wir in allen großen Indizes gesehen, wir sehen hier diese deutliche Bewegung im Nasdaq, wir haben eine deutliche Bewegung auch hier im S&P 500 gesehen, alles mit einem sehr, sehr deutlichen Aufwärtstrend, der Dow Jones auch wieder in einem sehr deutlichen Aufwärtstrend, also in allen großen Indizes in den USA haben wir es gesehen, wir haben es wie gesagt im DAX hier ganz deutlich gesehen, auch wenn Carlos ein bisschen skeptisch ist, was so die einzelnen Kerzen betrifft. Wir haben es tatsächlich aber auch gesehen in Asien. Also auch diese Bewegung war sehr positiv. Allerdings, und das sieht man hier in der Woche, sind wir immer noch in diesem Korridor eigentlich gefangen. Und dieser Korridor, das ist ja der, der also aufgetreten ist nach dieser starken Sommerbewegung, hängt auch sehr stark daran, ja, was passiert jetzt weiter in Japan und wie geht generell dort die Reise weiter. Denn Japan hat immer noch das Problem, dass man eigentlich fast zu wenig Inflation hat, dass die Zinsen eigentlich nicht erhöht werden, sondern man nur den Renditen so ein bisschen freien Lauf gibt. Und was man hier eigentlich ganz gut sehen kann, wenn man sich mal die japanischen 10-Jahres-Anleihen anguckt. Wir haben gerade eben gesehen, wir waren in den USA bei knapp 5%, in Deutschland sind wir bei knapp 3%, in Japan sind wir hier bei 0,873%. Und da sieht man schon, es ist ein Momentum, was steigend ist, aber wir sind natürlich auf ganz, ganz anderen Niveaus. Und das sehen wir auch beim Euro-Yen-Kurs oder beim US-Dollar-Yen-Kurs, der immer noch ganz, ganz weit oben steht. Also potenziell schlecht ist für die Japaner. Gut ist für den Export. Aber ja, man sieht, dort kommt nicht so richtig diese Zinslast, die wir hier im Westen haben, raus. Und zuletzt hat jetzt auch hier der Zentralbankchef aus Japan gesagt, ja, er glaubt, dass man vielleicht mal so an den 1% kratzt, aber dass man nicht wirklich drüber kommen wird. Und damit hofft man eigentlich auch, dass der Yen sich stabilisiert und es nicht irgendwie zu einer plötzlichen Veränderung kommt, dass man doch die Zinsen anheben muss und man hier in so ein gefährliches Gefilde kommt. Das heißt, auch in Japan freut man sich eigentlich darüber, dass sich der Westen ein bisschen stabilisiert, damit auch der Kurs sich hier weiter des Yens stabilisiert. Und das ist so ein bisschen der globale Blick darauf. In Asien, also wenn man hier sich den Hang Seng anguckt, da tut man sich weiter schwer, muss man ganz klar sagen. Der ist zwar auch so ein bisschen in Schwung gekommen, aber hier wartet man ja so ein bisschen sogar Deflation an einigen Märkten. Die Wirtschaft kommt nicht so wirklich in Schwung und eigentlich möchte man sie immer wieder pushen, wieder Impulse geben, dass der asiatische Markt wieder auf seine alten Niveaus zurückkommt. Es kommen auch mal wieder ganz gute Zahlen rein, aber im Grundsatz schwächelt der Markt hier noch und man wünscht sich eigentlich, dass mal so ein bisschen mehr Politik auch daraus hinkommt, dass das Land wieder mehr in das Wachstum gerät. Wie gesagt, ich habe es versprochen, wir haben nochmal zwei Charts, die passend sind dazu, sind jetzt diese Dots, von denen man immer spricht, wenn man
jetzt auch von den Fed-Sitzungen spricht. Und hier sieht man sie mal, wie sie im Juni waren. Also die Verteilung, kurz zur Einsortierung. Die Dots sagen aus, okay, welche, wie viele Mitglieder denken, wo der Zins steht in dem zukünftigen Zeitraum. Jetzt sehen wir hier, wir haben 2023. Da denkt man, okay, man rechnet so zwischen 5% und 6% im Juni, hier wohlgemerkt. Dann hat man hier 2024, also das nächste Jahr. Dann da wird die Range natürlich schon weiter, weil viele sagen, okay, die Zinsen sinken vielleicht schon deutlicher. Andere sagen, wir bleiben noch auf höheren Niveaus. Dann geht es weiter mit 2025 und dem Long Run quasi, also das, was so eine Langfristhistorie gesehen wird. Und wir sehen, dass jetzt von Juni zu September sich das Bild eigentlich noch mehr in Streifen verwandelt. Das heißt, es kristallisiert sich natürlich für den aktuellen Zeitraum, aber hier wird man sich eigentlich immer uneiniger. Zumindest, wenn man jetzt so auf die Gesamtrange guckt. Und da ist so ein bisschen die große Frage, okay, bleiben wir jetzt wirklich halt bei diesen 2,5% im Long Run und wie schnell kommen wir halt zu diesen 2,5% hin? Wie gesagt, das ist jetzt September. Seit dem September hat sich auch wieder einiges getan. Wir sind jetzt hier 2023, da haben noch viele gerechnet, ja, mit so 5,5%. Wir sehen es, wir sind jetzt wahrscheinlich ein knappes Ticken drunter, aber ungefähr in der Range haben wir uns ja angepasst. Wir sind aber nicht bei 6%, wie hier teilweise angepriesen wurde. Das ist auch wieder das Momentum des Aktienmarkts, das wir hier gerade sehen können. Die Frage ist aber natürlich, wie schnell wird der Weg von hier dort runter sein? Und das ist der Fokus, den gerade der Aktienmarkt hat. Und das wird ein bisschen befeuert davon, dass wir halt sehen, dass die Arbeitsmarktzahlen gerade eigentlich würde man sagen, in die falsche Richtung laufen, aber für den Aktienmarkt aktuell in die positive Richtung laufen, weil man halt sieht, okay, die Zinsen steigen potenziell nicht weiter, wenn man die Wirtschaft schonen möchte. Also hohe Arbeitslosenquoten, dem Sinne mal positiv für den Aktienmarkt. Und ja, da ist auch so ein großer Fokus drauf, weil das natürlich ein sehr starker Treiber auch der inländischen Wirtschaft ist. Ja, und immer erste Freitag im Monat kommen die sogenannten wichtigen Non-Farm-Payrolls, also Arbeitsmarktzahlen, raus und die waren am Freitag nicht so berauschend, ja. Genau so ist es. Wir werfen aber nochmal einen Blick auf die einzelnen Themen. Jetzt haben wir sehr viel über den Gesamtmarkt gesprochen. Wir haben ja immer so ein bisschen was gerade los ist. Wir haben Quartalszahlen, also viel Bewegung im Markt, natürlich sehr positive Bewegungen, auch jetzt getrieben von dem Gesamtmarkt. Aber wir haben doch wieder einzelne Titel, die ganz spannend sind. Palantir ist ja das Datenmodell, was wir schon öfter besprochen haben, haben wir auch ein paar Analysen zu. Wen es interessiert, guckt da gerne mal rein. Es ist ein Modell quasi, in dem man sich mit technischen Lösungen und jetzt auch mit KI-Lösungen darum kümmert, möglichst viel Daten zu aggregieren. Und das wird zivil genutzt, aber auch sehr stark militärisch genutzt. Und beides sieht man gerade, wird so ein bisschen gefördert durch das aktuelle Momentum. Und damit ist auch die Palantir-Aktie wieder deutlich gestiegen, denn man hat unerwartet hohe Gewinne erzielen können und unerwartet hohe Gewinne in dem Sinne, dass man lange Zeit Verluste geschrieben hat, jetzt mal wieder ein positives Quartal hatte. Und auch hier, wenn wir auf den Chart blicken von Palantir, sehen wir dieses sehr, sehr positive Momentum. Wir sehen aber auch andererseits, ja, wir kommen auch schon von hohen Niveaus. Also wir haben schon mal auf die an der 20 gekratzt, sind dann wieder runtergefallen auf die 13. Also jeder Investor weiß, ein Wachstumsunternehmen, was es auch in sich hat. Also man ist diese Schwankungen hier durchaus gewohnt. Rein fundamental gesehen hat man aber, wie gesagt, mal wieder ein positives Quartal gesehen und dementsprechend auch ein positives Momentum hier für die Aktie. Cool. Wir gehen nochmal weiter zu Vonovia, der angeschlagene Immobilienkonzern, kann man sagen. Zinsen auch hier das große Thema. Das heißt, auch hier natürlich befeuert davon, dass die Zinsen potenziell wieder weiter sinken. Aber man hat auch gesagt, man setzt weiter darauf, die Schulden abzubauen. Projekte wurden ja schon auf Eis gelegt. Auf der anderen Seite möchte man jetzt weitere Projekte verkaufen an andere Vermögensverwalter, an andere Gesellschaften und möchte damit Kapital akquirieren, um die Schulden zu tilgen. Wie gesagt, die Aktionäre fanden sehr, sehr gut, weil Schulden das große Thema sind, natürlich wie bei jedem großen Immobilienkonzern, aber hier weniger Schulden heißt auch weniger Zinslast und somit mehr Profitabilität, zumindest kurzfristig gesehen, für das Unternehmen. Starbucks auch sehr, sehr spannend eigentlich gewesen, mal wieder gute Quartalsergebnisse geliefert. Jeder, der im Thema Dividendenwachstumsunternehmen ist, unterwegs ist, dann ist öfter schon mal über Starbucks gestolpert, ein Unternehmen, was sehr breit im Markt aufgestellt ist, was günstigen Kaffee verkauft. Ja, was muss man sagen, also ja auch schon so ein Lifestyle-Produkt ist. Und du weißt ja, Lifestyle-Produkte finde ich immer wieder ganz spannend, weil die Marke es geschafft hat, eigentlich so einen sehr fragmentierten Markt von Cafés zusammenzuschließen zu einem
zentralen Punkt, wo man gerne ist, wo man sich gerne aufhält und wo man vor allem auch gerne Zeit verbringt und nicht nur seinen Kaffee trinkt. Und damit schafft man es tatsächlich sehr breit am Markt aktiv zu sein und vor allem auch global aktiv zu sein, obwohl es so individuelle Gepflogenheiten in jedem Land gibt. Also wenn man in andere Städte geht, da gibt es nicht wie in Deutschland an jeder Ecke einen Kaffee, sondern eher viel, viel seltener. Aber auch da hat oftmals ein Starbucks Bestand. Und das zeigt eigentlich, wie gut man es schafft, ja, lokal aktiv und lokal seine Kunden. Selbst Italien oder in Ländern, wo die Kaffeekultur schon so hoch ist, dass man sagt, da geht es nicht gegenüber einem Espresso, gehen junge Leute dann gerne und zahlen sehr viel Geld für den Lifestyle. Ich glaube, es wurde mal ausgerechnet, es gibt über 100.000 Kombinationen, die du haben kannst an verschiedenen Kaffeekombinationen in deinem Starbucks. Also grundsätzlich läuft das Geschäft bei Starbucks. Ich weiß nur, das erste Mal, wenn du so Starbucks-Kaffee und dann, wie ist dein Name? Ich sag, was, wieso willst du meinen Namen wissen? Und dann, ja, Carlos, und dann wirst du dann, ja. Aber mit K dann. Ne? Ja, ja, genau. Genau, ein bisschen falsch gehört irgendwie dazu, aber wie gesagt, gute Zahlen von Starbucks. Kraft Heinz, auch wieder gute Zahlen. Wir haben ja letzte Woche über Mondelez gesprochen, beziehungsweise vor 2 Wochen haben wir über Mondelez gesprochen, ja, eine Abspaltung von Kraft Heinz damals. Mhm. Mondelez hat gute Zahlen geliefert, Kraft Heinz hat auch jetzt mal besser als erwartete Zahlen geliefert und hat ja es geschafft, die Preise weiter an die Kunden zu geben. Und auch hier mal so ein kurzer Blick auf den Chart, weil dann kann man das nochmal ganz gut einsortieren. Ja, wie steht es denn eigentlich um Kraft Heinz? Ja, die brauchten mal ein bisschen positivere Zahlen, kann man so sagen, denn die befinden sich ja eigentlich seit längerer Zeit in so einer Seitwärtsrange und sind dann aber unter diese Schwelle abgesackt. Und Kraft Heinz ist ja auch so eine größere Position von Warren Buffett und man sagt immer, man hofft irgendwann darauf, dass da er dort auch mal recht hat. Man muss dafür nicht vergessen, Kraft Heinz zahlt ganz ordentliche Dividenden. Das heißt, wenn wir hier mal auf unser anderes Bild gehen, dann sehen wir auch ganz gut die Dividendenleistungen, die gezahlt werden von Kraft Heinz. Also sind hier ungefähr 4,7%, fast 5% Dividende auf einer relativ niedrigen Bewertung. Also das steckt natürlich nicht im Chartbild. Nichtsdestotrotz würde man sich natürlich als Aktionär jetzt wünschen, dass man wieder mal dieses positivere Momentum einschlägt. Und das war jetzt immer ein Indikator, dass die Zahlen etwas besser waren als gedacht und man sich da durchgeschlagen hat. Bei Warren Buffett, glaube ich, kommen die nächsten Tage irgendwie jetzt nicht Zahlen, sondern dann wird er sein Depot nochmal offen darlegen, welche Position genau, noch aktuell. Genau, es kamen jetzt die Zahlen von Berkshire Hathaway, die waren mal wieder brutal gut, genau, kann man so sagen. Also wird richtig Geld verdient und ja, jetzt gibt es auch wieder etwas genauere Einblicke. Er stößt ab, also was ich, er stößt Aktien ab. Also er kauft aber auch keine Anleihen, also er sortiert sich da gerade neu, wird sehr spannend, wo ja, Warren Buffett sich da gerade aufsteht, macht ja immer sehr selektive Einkäufe in vielen Bereichen und da wird es jetzt einfach spannend, wo er gerade investiert und wo er aktiv wird am Markt, nachdem er sich jetzt auch eingedeckt hat. Sehr cool. Wir hatten noch ein paar weitere Zahlen. PayPal hatte mal besser als erwartete Zahlen. Auch da haben wir ja schon mal die letzten Wochen drauf. Grüße an Alex und Christoph. Genau, die freuen sich, dass es mal wieder so ein bisschen bergauf ging. Wir hatten ja auch das in der Investmentwerkstatt hier mal ein bisschen intensiver besprochen, aus der Substanz, die PayPal eigentlich hat und was sie aufgebaut haben, aber wie sich der Kurs da auch gerade entwickelt. Rückläufig der Kurs, aber der Umsatz entwickelt sich mal wieder in eine positive Richtung. Man wechselt gerade von etwas höherem margigen Geschäft in niedrigmargiges Geschäft, was eigentlich nicht so gut ist, aber immerhin hält das Unternehmen quasi weiter in den Wachstumsmodus. Und wie gesagt, hier die Zahlen etwas besser als gedacht. Novo Nordisk, irgendwie begleitet uns das Unternehmen auch andauernd. Hier immer wieder mal ein Dank an all die Insights, die wir hier von unseren Ärzten bekommen. Absolut. Sehr, sehr spannend, was wir hier immer an Informationen geliefert bekommen. Auch hier geht es weiter bergauf, muss man sagen. Diese Blockbuster-Medikamente sind weiter hoch nachgefragt. Die Fabriken werden weiter gebaut. Also sehr, sehr spannend, was auch dort weiterhin passiert. AMD hat Zahlen geliefert. Ist ja heute immer gerne auch als Konkurrenz zu Nvidia gesehen, aber man hat doch wieder gesehen, dass die Nachfrage nicht ganz so groß ist wie in diesem GPU-Geschäft wie bei Nvidia. Also man schafft es einfach nicht, dort nachzuziehen. Es soll aber ja dieser neue Prozessor kommen. Also man möchte jetzt mit dem neuen Prozessor gleichziehen. Die Frage ist, wird das passieren? Wie wird es vom Markt angenommen? Das ist eigentlich so das große Thema. Die Zahlen jetzt waren zwar besser, aber man sieht halt die Prognose ein bisschen schwieriger. Man sieht auch, dass da sich das Geschäft ein bisschen abflaut. Deswegen ist die Aktie erst gefallen, danach nochmal gestiegen. Und zuletzt hatten wir dann auch noch Maersk und auch Hapag-Lloyd. Also wir haben ja beides hier auch schon besprochen.
auch jetzt erst vor kurzem und beide Unternehmen haben das gezeigt, was sich schon so ein bisschen angebahnt ist. Einfach die konjunkturelle Lage geht zurück, rein fundamental gesehen, und das schlägt auf diese Unternehmen nieder. Also beide sind hier deutlich unter Druck gekommen und man möchte jetzt ja quasi Leute entlassen, um wieder so ein bisschen die Kosten in den Griff zu bekommen. Und man kann sich das hier auch mal kurz ansehen im Chart. Das merken wir ja draußen an der Elbe, weniger Schiffe. Nehmen wir hier die Variante, die müsste gut sein, genau. Und da sieht man auch ganz gut, ja, wie sich hier der Chart nach unten entwickelt hat und aber gar nicht mal dieses sehr, sehr hohe Niveau gab, wie es jetzt hier zu sehen ist, wenn wir jetzt mal auf Hapag klicken, die natürlich von einem sehr, sehr hohen Niveau kommen, aber hier auch weiter sich in einem Fall befinden, eigentlich keinen so einen richtigen Boden finden. Und insbesondere, wenn wir jetzt noch mal auch auf den Wochenchart blicken, dann sehen wir, wir sind jetzt hier quasi wieder auf den Niveaus, wie wir sie 2020 mal hatten. Natürlich noch nicht ganz so tief, wie es vielleicht mal in der Corona-Zeit auch so der Fall war, aber wir brechen hier durch die 200-Tage-Linie durch. Das heißt, wir sinken jetzt hier auch wieder auf Niveaus und ja, da hilft eigentlich nur entweder wieder eine mehr Konjunktur, mehr Nachfrage generell in der Wirtschaft oder halt, muss man ganz klar sagen, Kostenreduktion. Und Maersk hat sich, wie gesagt, für die Kostenreduktion jetzt erstmal entschieden und versucht damit wieder so ein bisschen auf den etwas grüneren Zweig zu kommen. Das war so das, was die letzte Woche passiert ist. Wie gesagt, es geht aber ja spannend weiter. Also wir haben auch diese Woche noch einiges an Zahlen. Heute UBS-Zahlen. Mein erstes Mal seit langer Zeit wieder mit positiven Ergebnissen, wieder mit Gewinnen nach der Integration jetzt von der Credit Suisse. Also dort scheint sich das aktuell gelohnt zu haben. Wir sehen es aber auf der breiten Bank, dass wir noch einige andere spannende Themen hatten. Wir haben ja letzte Woche Donnerstag über Nike gesprochen. Das heißt, diese Woche ist auch Adidas dran, nachdem ja Nike zuletzt eigentlich recht positive Zahlen geliefert haben. Wir haben Walt Disney, da wird es ja auch sehr, sehr spannend, auch in Sachen CEO und CEO-Wechsel und was die neue Strategien sind, wo die Kosten eingespart werden, wo der Fokus weiter drauf liegt. Ist es wieder Streaming, sind es eher wirklich die richtigen Parks und Märkte? Ich finde es immer wieder sehr, sehr spannend bei Walt Disney, weil es so ein breiter und großer Konzern ist, der so eine weltweite Präsenz hat. Bin sehr gespannt dort auch auf die Quartalszahlen. DHL ja auch immer ein bisschen ähnlich zu gerade Hapag-Lloyd, nicht ThyssenKrupp, sondern Hapag-Lloyd und Maersk, ja. Auch so in einem globalen Industriemarkt verstrickt, nicht sehr lokal, sondern wirklich global aufgestellt. Auch da werden die Zahlen sehr spannend sein. Von Rheinmetall haben wir ja schon eine erste Prognose bekommen, die sehr positiv war. Jetzt kommen aber wirklich richtig die Zahlen auch noch raus. Wir haben Oatly, die auch immer unter Druck gekommen sind, aber es bisher immer weiter geschafft haben. Allianz als großer Versicherungskonzern immer wieder sehr, sehr im Fokus und immer sehr profitabel gewesen. Also auch wenn man hier in Richtung Hannover rückblickt, dieses Versicherungsgeschäft war wirklich immer sehr, sehr profitabel. Mal gucken, wie jetzt die nächsten Zahlen werden, aber zuletzt auch die Zahlen der anderen Versicherer waren wieder sehr, sehr positiv. Ja, und Bechtle unten, so als deutscher Technologiegarant, auch hier ist immer so ein spannendes Thema für Dividenden und Dividendenwachstum. Ein spannendes Unternehmen, also wer da nochmal ein Und BMW hat einen auf, BVB hat einen auf die Mütze gekriegt von Bayern München am Wochenende. Da sieht es wahrscheinlich nicht so gut aus. Mal gucken, was zumindest die Zahlen dazu sagen. Genau, und wir haben natürlich auch noch ein paar weitere Termine die Woche. Inflationsraten stehen weiter im Fokus. Da gibt es wieder Updates. Die soll jetzt weiter sinken auf 3,8%. Wie gesagt, China soll eventuell jetzt in diese Deflation auch so ein bisschen geraten. Da steht so ein bisschen der Blick gerade auch global gesehen drauf. Verbrauchervertrauen in den USA mit einem leichten Anstieg, das wäre grundsätzlich ganz positiv. Wir sehen aber, dass das Konsumverhalten in den USA bisher weiter stark bleibt und dementsprechend auch noch die Wirtschaft weiter aufhält. In unserer Woche, wir haben, wie gesagt, Aktien-Roundup am Donnerstag. Wir gucken uns JP Morgan an, die ja wieder Rekordgewinne erzielt haben mit ihrem sehr, sehr wandelbaren Geschäftsmodell, muss man ganz klassischerweise sagen. Und wir haben Donnerstagnachmittag nochmal Aktienwerkstatt. Dort werden wir auch unser neues Scoring-Modell einmal vorstellen, auch anwenden direkt auf Banken und auch auf Sportartikel. Beides wird im Fokus sein. Das am Donnerstag. Und am Wochenende, Carlos, lokal gesehen ist Börsentag Hamburg. Also alle, die wollen, die Lust haben, kommt vorbei. Herzlich willkommen. Ich bin motiviert. Ist die letzte Messe für dieses Jahr. Genau. Ja, und für uns Heimspiel.
Insofern sehr, sehr spannend. Bevor wir aber bevor wir zur Messe gehen, müssen wir gleich 4-Stunden-Strategie gleich durchgehen auf H4. Ja, war mir eine große, große Ehre und liebe Grüße an Christoph, dass ich seinen Platz hier einnehmen durfte. Und ihr seid aber zusammen am 9.11., glaube ich, macht ihr. Genau, am 9.11. geht es hier. Großer Auftakt. Voller Power. Okay, perfekt. Bis dahin. Tschüss.